Heute zeige ich euch, wie man Cappuccino macht, wenn man keine Bohnen mehr hat. Da gibt es eine Maschine, da kannst du Kaffeepulver dazu tun, aber immer einmalig zu einer Tasse. Das zeige ich euch. Dazu kann man bei der Maschine von Cambia hier Kaffeepulver drücken. Das heißt, wir nehmen jetzt einen so einen Kaffeelöffel, einen kleinen Kaffeelöffel, einmal Kaffeepulver, das ich normalerweise im Ding habe. Dann machen wir den Deckel auf. Da oben gibt es eine Klappe für Kaffeepulver. Da lernen wir das rein. Hoffentlich nicht so viel daneben. Ja, mal gucken. Immer für eins. Einmal für eins. Und dann schalten wir unsere Maschine wieder ein. Und jetzt schalten wir auf Cappuccino Gang. Gucken, ob die Cappuccino Gang das Richtige rauskriegt. Wie sage ich immer? Cappuccino Tipps und Wirtschaftshits. Hier ist der Kaffee. Ich war ja schon in der Not. Oje, was mache ich ohne Kaffee oder Cappuccino? Hey, das ist doch echt. Also ich bin ja mittlerweile mit dieser Kaffeemaschine ist jetzt unser der Kaffeeumsatz in Nürtingen, ich glaube, um 100% gestiegen.